Ich begrüße euch und willkommen zurück zum Super Mario Maker, wo ich, wie immer, eure Level spiele, die ihr mir immer gerne einsenden könnt. Heute ein Level von Alexander, The Hard World, inklusive Checkpoints. Yay, Checkpoints sind gut. Was ich aber auf dem Bild sehe, mag ich gar nicht. Und zwar Musikblöcke mit Flügeln, als wären normale Musikblöcke nicht schon schlimm genug. Aber nun gut, wie immer, bevor ich das Level anfange, wenn euch das Level gefällt, hinterlasst du gerne mal einen Stern für das Level oder spielt es erstmal vorher selbst und schaut euch dann das Video an. Denn es könnte sein, dass ich das Level nicht schaffe im Anhieb oder so und ihr müsst es dann selber spielen. Und ich bin gespannt, was mich erwartet, weil ich habe echt Angst vor Musikblöcken, die fliegen. Weil ich mag die Dinger nicht. Die sind gruselig. Und bösartig. Mäh. So. War klar, dass man erstmal hier was findet. Unter kleinen, nervigen Dingsen sind immer andere nervige Dingse zu finden. Oh, eine Feuerblume. Sehr schön. Hat sie ausgehämmert. Habe ich gerade richtig gesehen, dass der Hammer in der Luft geflogen ist? Das war merkwürdig. Wow. Oh, hallo Yoshi. Oder Yoshis. Pilz. Koopa. Röhre. Oh Gott, jetzt kommen wir in dieses blöde Abteil mit den ganzen blöden Sprungblättern, ne? Sprungblättern? Sprungbrettern und Invisible Coin Blocks. War zu erwarten, oder? Es war zu erwarten und ich hasse dich jetzt schon dafür. Oh Gott. Warum macht mir die Welt das immer so schwer mit diesen blöden Coinblöcken? Ich verstehe es nicht. So. Dich nehme ich mit, du. Du bist mein kleiner Helfer. Was? Ich nehme mal das Sprungbrett mit. Ich habe das Gefühl, ich könnte es noch brauchen. Oh. Oder auch nicht. Na dann, auf in die Röhre. Mal schauen, wo wir rauskommen jetzt. Und ob ich jetzt mal nicht verscheißen werde mit dem blöden Block da vorne. Okay, da sind ganz schön viele von diesen blöden Pflanzen. Zumindest sind die einfach zu überqueren. Oh Gott. Natürlich. Na, wir können in die Röhre rein. Ich check dieses Mal alle Röhren, weil ich mir ziemlich sicher bin, weil da waren ein paar letzte Level, die waren ziemlich gemein mit Röhren. Oh Gott. Der ist groß. Ja, du mich auch. Okay. Mist! Zu weit gerutscht. Ich wäre durch gewesen. No! Was ein Mist! Was ein Mist! Das werde ich aber schaffen. Locker. Von dem, was ich bisher gesehen habe, gibt es keinen Grund, das Level nicht zu schaffen. Außer es fliegen wieder Hämmer durch die Luft und bleiben in der Luft stehen. Das ist immer noch sehr, sehr skurril. Ich bin gespannt, wo der erste Checkpoint ist. Hier war nett die Wolke da unten. So, euch mal alle wegmachen. Hey, ein Yoshi. Da ist eine Tür. Eine Feder. Sehr schön. Und ein bisschen was an Extras. Da kommen wir runter und da wollen wir, glaube ich, rein. Hier in die Röhre. Mal schauen. Ha, geschafft. Haha.
mir schon gedacht, scheiße, du stirbst gleich. Aber lol, nope. Feder und Yoshi verhindern den Absturz. Finde ich gut, finde ich gut. Haha, wir brauchen deine Checkpoints nicht. Haha, wir haben es so geschafft. Wuhu. Easy. 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 Oh. Naja, ich will nicht wissen, was noch alles auf mich warten würde in dem Level. Ich weiß nur, dass ich es geschafft habe und ich bin froh drüber. Irgendwie. Deswegen belasse ich das einfach erstmal so. Und überlasse euch den Rest des Erkundens, des Levels. Haha. Das hieß dann für mich, ich bin raus an dieser Stelle. Viel Spaß mit dem Level und den ganzen fliegenden Musikblöcken. Aber ich tue mir das nicht an und wünsche euch viel Spaß dabei. Ich bin raus an der Stelle. Wünsche euch, weil ich keinen Kommentar zu dem Level abgeben kann, weil ich nicht so viel gesehen habe. Außer die fliegenden Hämmer und die verbackten Hämmer in der Luft. Das war merkwürdig. Wünsche euch auf jeden Fall noch viel Spaß mit dem Level. Und ansonsten hört man sich in dem nächsten Video oder vielleicht auch in den Kommentaren, wenn ihr eure eigenen Level einsendet oder Level einsendet, von denen ihr denkt, dass ich die unbedingt mal zeigen sollte oder spielen sollte, weil sie vielleicht ein bisschen härter sind oder weil sie extrem schön sind. Und dann wäre es von meiner Seite aus das Ende des Parts. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wie immer an der Stelle herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Ciao, ciao.